Und damit, hallihallo und herzlich willkommen zurück. Ihr habt schon das dreckige Lachen von Fasus gehört im Hintergrund. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Dritte Folge hier von Berlin Traffic mit mir, natürlich dem Bio. Wir haben den Steven wieder dabei. Hallo. Der mich hinterrückt in Deutschland in der letzten Folge. Der Manipulator Fasus ist natürlich auch dabei. Mit seinem dreckigen Lachen. Moin, Psychotricks. Und Hobbyflimmer ist immer noch dabei. Nicht der Hobbyflimmer. Ja. Mal gucken, was er uns diese Runde beschert, der Hobbyflimmer. Von daher, los geht's. Wer ist denn dran? Hobbyflimmer startet. Los. Ja, Bioschen. Also, man muss aber auch sagen, ne, also diese Playlist hat ganz schön, ja, Ruf gelitten. Ja. Ich weiß schon. Ich glaube, ich kann ab morgen noch mehr eine E-Mail schreiben, wegen der Partnerschaft oder so. Und die Playlist ist vorbei. Hast du einen neuen Job zu? Wie das nicht, hier bei Bio bin ich immer da. Meinst du? Ja, kommst du ohne mich nicht klar. Kommst du ohne mich nicht klar. Ja. Sowas muss ich mir hier allen anhören, ja? Leute. Ja. Hast halt die falsche Freunde ausgesucht. Wenn ihr natürlich selber Bock bekommen habt, ne, dann könnt ihr uns gerne mal auf dem Discord anschreiben oder hier in die Kommentare, falls ihr mal mit uns spielen wollt. Es ist immer eine lustige Runde. Ne? Merkt ihr ja selber. Aber ihr müsst hart gesonnen sein. Auf jeden Fall. Ja, dann wird der eiskalt abgestochen oder ihr wird Hypnose gemacht. Was ist Hypnose? Wie heißt das? Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Weißt du, die ganzen Simulatoren, die wir hier spielen auf dem Kanal, die sind immer so ernst und da muss auch mal ein bisschen Spaß dabei sein. Ja, wir simulieren, wie man sich nicht unterhalten sollte unter Kollegen. Stell dir mal vor, so was spielst du während der Arbeit mit deinem Arbeitskollegen, verstehst du? Und dann hast du so einen Hass, verstehst du, weil du so einen Steven hast, der dich dann hinterrücks an Deutsch, Alter, dann wirst du, was wieder passiert mit der Straßenbahn, denn, wenn er vor dir fährt. Du fährst auch mal hinten rein. Oh. Ja, der hätte alle. Der Bio hätte alle Post von ihm dann verbrannt. Ach, jetzt die Team Phasis, Bio und Hobbyflimmer versus Steven. Genau, so geht's heute. Mal gucken, wie ich die Folge heute nenne. Fällt mir immer spontan ein. Die großen drei gegen den Steven. Die großen drei, weil es sind drei Engel für Charlie hier, weißt du? Ja, das große Kabinett. Achso, ich feiere gar nicht. Ich habe schon aufgedrückt, weißt du, und dann dachte ich mir so, okay, jetzt kannst du los. Nö. Hämmert erstmal drauf. Bum, bum, bum. Oh, Leute, ihr müsst mir entschuldigen, aber ich muss was essen. Ich habe Hunger. Mit, wie, ihr seht es ja auf der Uhr. Ja, es ist 0 Uhr 2. Ja. 2 Uhr 25, so rum. Halb drei. Ja, dann Buon Appetito. Der Mitternachtssnack. Ja, muss auch sein. Ach ja. Also, wie spielen wir jetzt das Team? 3 gegen 1, 2 gegen 2. Alle gegen alle wäre ja meine Option. Das haben wir in der ersten Folge schon. Hilfe, was ist denn jetzt passiert? Einer gegen keinen. Echt, wo habe ich jetzt meinen Stopp hingesetzt? Auf den anderen Stopp. Oh, Platz machen, das komme ich. Aber musst du zweimal drauf kommen, oder? Was, das geht auch, ja? Du kannst den Stopp auf den anderen Stopp setzen? Eigentlich nicht. Okay. Okay. Das war ein Bug gefunden. Ich hoffe, der ist nicht einfach weg. Das wäre mies. Anscheinend schon. Oh, nee. Das wäre mies. Eine 6 und es ist eine 1. Dann machen wir das jetzt überall. Willst du einfach hier oben das 5-mal über. Nur einen Stopper haben. Oh, guck mal hier, er kommt schon wieder so nah hier, weißt du? Wir sind doch lieb, keine Sorge. Ja, also, bis zur Mittelkreise, ne? Nein, vertraue ihm nicht. Werf ihn gleich raus, sobald es sich anbietet. Ach, sei du ruhig. Nein, meine Ratschläge waren bis jetzt immer die besten Abstand. Ja, damit du gewinnst. Das stimmt. Nein. Ich denke immer. Und die anderen gucken. Aber wenn ich hier schon wieder Steven sehe, dass er hier schon wieder mit drei Bussen hier ankommt, da kriege ich schon wieder.
Oh, die Straßenbahn. Nein. Nein. Guck mal, alle gegen so alle, ne? Ja, ja, alle. Ich bin, halt so, ich bin halt nicht so ein Ego wie Steven. Ach man, die sind mega scheiße hier, Bio, was soll denn das? Komm, Steven, Oh, ey, guck gar nicht hin, ey. Ah, oh. Bio, du hast so eine Heidenstelle in dir drin. Nein! Komm ich da überhaupt noch raus? Oder muss ich jetzt eine Null würfeln? Ja, jetzt. Die Frage ist, was passiert, wenn ich da auch aufgehen würde, wenn ich jetzt eine 4 hätte? Würde ich es rausschmeißen und die Einstellung wegmachen? Lass mal ausprobieren. Ja, wollte gerade sagen, lass mal ausprobieren. Also, wenn es soweit ist, wisst ihr Bescheid, ne? Dann das. Ah. Dann schmeißt ja. Eine 1, genau. Achso, nee, das ist ja gar nicht meine, die Straßen. Eine Knopf. Achso. Ich wollte gerade sagen. Eine 4. Naja, schön. Hobbyfilmer kriegt die 4. Schön. Ich hab schon mal eine 4 gewünscht. Ja. So. Oh, Bio, du hättest ihn rausschmeißen können. Nee. Die hätte er nicht. Doch, hättest du. Du standest auf dem Roten und hättest 2 runter, den Bus rausschmeißen können. Ach so, ja, ja. Ja, ach so. Hm? Ich will ja nach oben, nicht nach unten. Er stand ein über dem Roten, ne? Jawohl. Ehrlich? Er ist 2 gegangen, wie soll er denn 3 Federn fern gewesen sein? Okay, gut. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, es geht ordentlich. Könnt nicht rausschmeißen. Ja. Wir sind ja lieb. Wie ist es denn? 1, 2, 3, 4. Erste Regel: Vertrauen Steven. Ich hätte jetzt schon 5-mal gefühlt rausschmeißen können. Das ist die zweite Regel, Entschuldigung. Die erste Regel: Hör niemals auf Steven. Hör niemals auf Phasus. Nein, das hat immer Erfolg gebracht. Mhm. Wie viel muss immer gut durchgekommen? Ja, für dich, ich habe aber nie Erfolg gehabt. Ja, naja, ist das denn hier für eine Karte? Ändern wir jetzt. So, ich doch. Gemeinsam. Ja. Das war, wenn ich dich gehört habe, ich nicht gewonnen. Normalerweise bist du doch jetzt so. Nee. Geht ja nicht. 1, 2. Jo, rechnen. Warte. Zählen. Das hat nichts mit Rechnen zu tun. Zählen. Ja. Oh ja. Ja, Einstein. Alles klar. Ich würde das gesagt haben. 5, 1, 2, 3, 4. Nicht gut. 1, 2, 3, 4, 5. Gummi. Das heißt, man, die Busse sind auch in der Fotze. Aber hättest du jetzt nicht mich überspringen können? Jetzt mit dem ja, das hätte man ausprobieren können, aber. Oh Mann. Hätte Bio nicht gut ausgesehen. Oh Mann. Sechs. Zwei, drei. Aber im Prinzip ist es ja fast schon wie so eine Art Mensch, ärgere dich nicht. Weil wenn man jetzt ein langes Spiel spielt, dann jetzt hast du zwar keine Haltestellenbarrieren und du hast einen anderen Spielaufbau, aber ansonsten. Ja, das ist eher Bio ärgert dich nicht. Macht er jetzt schon bei mir weg. Ich ärgere mich nicht. Gut, dann hast du schon aufgegeben. Drück nichts. Eine 1. So, eine 2, eine 3 oder eine 5. Ja, okay, oder halt eine 1. Darauf gesetzt. Oh. Geht echt interessant. Ah, schade, wir haben es alle 2.32 Uhr. Nach 2.30 Uhr nehme ich keinen Bugs mehr an. Da klasst sich auch Bio-Head für das Steve und Steve stecht Bio ab in den Innenkreis. Kannst du ja mal sagen, das ist ja wirklich interessant. Wenn du dir nicht glaubst, soll sich das Video angucken. Ich wollte gerade sagen.
Und kannst du das machen in der Hobbyfirma? Kannst du den wegsetzen ganz normal? Verzieh ihn nochmal auf. Jetzt hat er doch zwei. So. Ich möchte gewinnen. Und gleich na, ich hau dich raus und hab die Haltestelle. Das ist ein Spaß. Siehst du, jetzt musst du gegen ihn kämpfen, Bio. Jetzt hat alles gute Seiten. Nee, mich hat es interessiert, ob du es jetzt hättest auf Dings setzen können wieder. Wohin denn? Naja, auf Hobbyfilme, ob du den, weil da ist ja schon in Haarschild. Ne, naja, habe ich ausprobiert, ging nicht. Ach so. Ach so. Er hätte ihn ja unterbuddelt, den GT6N. Ja, ich habe gemerkt, wenn ich auf Fastos höre, gewinne ich nie. Das stimmt doch überhaupt nicht. Doch. Oh, das stimmt aber überhaupt nicht. Ohne mich hättest du es nicht mal bis zum Mittelkreis geschafft. Ja, ja. Siehst du, jetzt steckst du voll in der Scheiße. Entschuldigung. Oh, weia, weißt du, jetzt geht's wieder los hier. Jetzt steckst du voll in der Sackgasse drin. Ja, du mich auch. Du mich auch. Ich krieg dich noch, keine Angst. Ja. Ja, ich will den totalen Krieg haben. Jetzt geht's los. Alle drei auf mich. Das können wir natürlich auch machen, dass wir drei gegen Hobbyfilmer spielen. Ja, come on. Was haben wir alle davon? Fertig? Wir werden sehen, wie Hobbyfilmer nicht geplant die Haas irgendwo hinsetzt. Ja. Das war nur Gleichberechtigung. Wow. Das war nur Gleichberechtigung. Wow. Alles klar, Bio. Alles klar. Was denn? Das war nur Gleichberechtigung. Komm. Haut euch gegen den. Wofür denn? Ja, ich habe es dir falsch gemacht. Hast du mich da rausgehauen? Hast du schon wieder vergessen? Das wolltet ihr alle. Also, wir wollten nur gucken, ob das Spiel kaputt ist. Ja. Du mich auch, Alter. Was ist denn das hier? Bio hat halt keinen. Gibt's gar nicht, ey. Bio hat halt keine Luft. 1, 2, 3, 4, 5. Das geht nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Das geht auch nicht. Oh, es steht hier irgendwas. Du kannst unten den raus von dem Bus. Nein, kann er nicht. Doch, 1, 2, 3, 4, 5. Hätte er gekonnt. Wollte ich aber nicht. Du hast keine Lust. Wollte ich aber nicht. Ach, guck mal. Wir haben eine Frau hier dabei. Wusste ich gar nicht. Nee, ein Kindergartenkind. Das ist ein Bio Format hat gar keine Lust. Also wenn sich so meine Tochter anhört, schäme ich mich. Oh, alles klar. Ja, Bio hat keine Lust. Wieder versuchst du dann ein Kindergartenkind nachzuspielen? Warum sollte ich ein Kindergartenkind nachspielen? Na, was ist da anders, ey? Boah, das ist gemein, ey. Ist ja nicht anders. Und eine 3. Ja, dumm, die, dumm, dumm, ja, dumm. Alter, mich zumauern. Schön. Hobbyfirma, wenn du es so gewollt hast. Ja. Also, dass du mich gleich einmauert, war nicht so gedacht. Wieder rauskommen, ich Frühling. Was, Frühling? Ja, ich sage, wenn ich dann wieder rauskomme bei meiner Mauer, bin ich Frühling. Ja, mal jetzt nicht gleich alle zu schwarz, weil Phasis kommt und erlöst dich doch. Ja, ja. Und er schmeißt dich raus. Ja, ich hab halt keine Lust messen. Oh, wie direkt hier eine Schmache, ey. Kannst ihn doch rauswerfen, Steven. Hä? Machst du es denn nicht? Nee, hätte mich sogar einen Trosch messen können. Nee. Er hätte sich selber höchstens rausmessen können. Ja, aber wenn er nichts kannst, du nicht rausmessen. Oh, 10. 10, ja. Ne? Einstein. Es ist kein Wunder, warum die Scheibe platt ist, wa? Also ich kann immer noch besser erzählen als du, ja. Nee. Wenn ich fies wäre, hätte ich fast das Rauschen. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Ja, ich erschone ihn. Aus meiner Weise.
Ist ja doch. Warum so geht's denn nur in dem Spiel? Das hat jetzt gebracht, ne Bio. Ob's raushauen? Du doch... Nein, du hast das Haar zu mir gesetzt, ich hab's Haar wieder zu dir rübergesetzt. Ja, aber guck mal, jetzt haben wir eine schöne Schlange hier. Ist ja doch nett. Schlange gibt's immer in der DDR, wenn irgendwas begehrt ist. Hast du was gegen die DDR, Alter? Nein, sagst du ja nicht. Bahnhof, ach, dann machen wir das hier so. Wollen wir den Anschluss nicht verlieren, ne? Anschluss, du hast den schon lange verloren. Oh. Ja. Naja, bei Steven muss ich erst im letzten Kreis aufpassen. Erst im letzten Kreis muss ich auf Steven aufpassen. Mach ich mal den Anschluss kaputt. Meine Damen und Herren, dieser Anschlusszug wartet leider nicht. Grund dafür ist eine Haltestellenblockade. In Ihnen Kreis wird Bio wieder heimlich die vom Manipulator Phasus gesetzt wurde. Thank you for traveling with Bio Train. Wiff! Alles klar. Wiff! Alles klar. 1, 2, 3, 4, 5. Das klappt wieder nicht. 1, 2, 3, 4. Das klappt auch nicht. Ja, dann aber du so. Kannst. Jetzt hättest du Steven rauswerfen können. Nein! Doch, hättest sei du. Sei doch ruhig. Was hab ich davon? Nix. Hast du mich abgestochen? Ihr habt doch gesagt, im letzten Kreis muss ich auf Steven aufpassen. Da kenne ich keine Gnade. Ist schon zu spät. Ja, das, könnte sein, gar nicht ne? Das könnte natürlich sein, dass er mich dann überrascht jetzt gleich. Eine Überraschung kommt. Steven kann ich mir das wirklich vorstellen. Eine Überraschung kommt selten allein, ne? Ja. Eins, es geht doch. Warum kann ich nicht. Wie hängt das Spiel? Ich will das Haar wegmachen. Kommst du von deinem Haar nicht mehr weg? Das wäre großartig. Kaputt gemacht. Das wäre ganz schön mies, wenn man so Leute aufhalten kann. Ja, cool. Kannst du das andere Haar wegnehmen? Da vor dem Tatra? Da? Ja, das geht komischerweise. Das werde ich beim 2000 Abos machen. Die perfekte. Das muss vorher gefixt werden, ist dir klar. Ne? Also so kann ich Steven, das nicht mehr spielen. Du sagst nichts, ja. Es ist schon nach 2.30 Uhr, also kein Support. Ja, wie ich gedrückt habe, ich komme nicht vorwärts bei das eine, weil ich direkt auf das Haar drauf sitze. Das Problem ist, wir hatten das alles schon mal getestet und da ging es nicht. Es hat sich aber nichts geändert. Muss irgendwie... Wir müssen gleich mal nochmal ein Spiel machen oder, und dann mal gucken. Oder Steve hat in seiner Konsole zu Dolorum gehämmert und hat einen falschen Sheet eingestellt. Ja, das könnte sein. Du hast bestimmt irgendwie vergessen, was rauszunehmen. Ah, ich habe außerdem den Chartparameter reingemacht, dass man überall was platzieren kann. Ups. Probier ich noch was mal. Was für Parameter hast du denn eingegeben? Ja, den gebe ich dir nur, der weiß ich nicht. Kriegst du beide nicht weg? Den rechten und den unteren nicht, ne? Nee, geht nicht, weil auf dem Haar ja draufsteht. Und das erstmal weg muss. Das ist aber dann eine unfaire Folge eigentlich. Ja, so in der 40-Seite schon so. Das dauert eh keine Chance. Das Schlimme, ja, ist, das Schlimme ist, alle müssen jetzt zu uns langfahren. Ja. Ich habe da echt einen Nachteil von, weil ich hier. Oh, hast du einen Nachteil, ja. Das ist aber traurig. Wieso hast du denn Nachteil? Weil ich einmal rumfahren muss, statt nein, einfach kannst, schnell hier. Du kannst ihn doch raushauen, dann ist doch alles wieder gut. Ach, das geht schon. Ja, das haben wir ja getestet, ja, bei mir vorhin. Alter, du kommst echt gar nichts mit. Ich bin mit euch. Ich was mit, aber... Anscheinend nicht. Das hätte ich nicht von euch gedacht. Nicht geredet wird. Das habe ich nicht von euch gedacht, wir haben gar nichts gemacht. Jetzt wäre ich sogar eingemauert, da ich nicht mehr wegkomme. Jetzt musst du da weggehauen werden, so weit aber auch. Ja, er kann es ja selber wegmachen. Ja, das müssen sie ja selber nicht raushauen, das geht ja nicht. Ach, aber. Das geht auch nicht? Nein, er ist ja Fremdhilfe angewiesen. Nachher steht der Zwischstraßenbahn auf einem Feld oder sowas. Er muss rausgehauen werden, geil. Ah, das ist großartig. Großartig. Das dürfen wir erst in der Umleitung machen. Der muss abgeschleppt werden. Das ist doch, das ist realistisch. So weit ist es angekommen. Wow, große Schritte. Dass ich das mal erleben darf.
Oh na, oh Mann, Fabio, dein Ernst? Jetzt hat er Lund gerochen. Geil, Fabio. Jetzt muss ich auch mal den Vorteil ausnutzen. Ja, Fabio, jetzt muss ich rausgeschmissen werden. Alles klar, wenn du so spielen willst. Jetzt geht's jetzt. Los. Jetzt ist Ende Gelände. Jetzt werden die Knarren rausgeholt. Ja. Alles klar, Fabio. Jetzt bin ich sogar in Kleist. Du kannst auch mir den Vortritt lassen, das geht ja auch. Sag nicht, dass du vorgehen musst. Bio den Vortritt lassen, als ob ich der Assi vom Dienst hier, verstehst du? Das hat ja keiner gesagt. Ja. Phase, da kommen richtig dreckige Seiten bei dir auf, ey. Echt klar. So, Phase. Ja. Wie ihr das jetzt alle ausnutzt, jetzt in diesen Alter, er hat jetzt dafür gesagt, dass ich raus werde. Jetzt ist er vorbei, Alter. Kann da auch Lotus abstreichen. Ich hab einen Plan. Und ich glaube, jetzt ist es. Oh, weißt du, was gemein ist, wenn du da oben jetzt noch einen raufsitzt? Dann bist du da oben angekommen und dann fliegst du eh raus. Ja. Man kommt da echt nicht raus. Das ist so mies. Echt nicht? Nee, keine Chance. Aha. Ich hab selber eingemauert. Das ist der neue Joker. Assi. Wir haben das Spiel kaputt gemacht. Aber was Neues. Kriegen wir es eigentlich immer hin? Da haben wir was Neues entdeckt, wie du die Leute untauglich machen kannst. Einfach ein Haar unter sie setzen. Müssen wir gerade an die Folge nehmen. Direkt geht leider nicht, sonst hätte ich es bei Phasus ja schon getan. Weißt du, nachher heißt es, weißt du, Bio zeigt hier einen Hack, verstehst du, und dann kriegt man den nächsten Copyright-Strike hier. Ja, voll los. Also, das war ja kein Hack, wir haben das ja nachweis selber erst. Ja, aber wir haben es ja dementsprechend jetzt ja gezeigt, dass es ein Hack ist. Denn lass es ja nicht veröffentlichen. Na toll, voll umsonst. Und dann, beim 2000 Abo Special haben wir dann. Nein, das machen wir natürlich nicht. Nee, ich werde mal Janine mal ganz höflich anschreiben. Patch das mal bitte noch. Aber wir gucken gleich mal danach noch. Nochmal schnell im Offscreen, ob das wirklich. Vielleicht ist die Session doch einfach nur kaputt. Das glaube ich nicht rein. Alter, das ist gemein. Sagt der Richtige. Du hast damit angefangen, Phasus. So, jetzt werf dich mal zur Abwechslung nochmal raus. Das ist ja, glaube ich, erlaubt, ne? Wie ich das verstanden habe. Ich sag ja, bei diesem Spiel kommen richtige, dreckige Seiten zum Vorschein, ne? Ah. So. Das willst du auch erwarten um 2.45 Uhr. Das kommen die düstere Zeiten. Da wird es jetzt so aussehen, das ist ja geil. Mann, hier ist was los, ey. Das ist genau an dem Punkt, wo keiner da vorbeikommt. Ja. Hast du gut das Spiel kaputt gemacht. Ich bin mal ganz stolz auf dich. Sehr gut. Ja, also, wer meldet den Bug? Ich möchte auch. Ja, so fast, dass er das Spiel sogar zu hingekriegt, dass keiner noch mitmacht. Der ist schon eng. 3, 4, 5, 6. Ja, ich habe ihn da schon geschrieben, aber. Wie gesagt, nächste Runde mal gucken, ob es da immer noch so ist. Ja, das habe ich auch noch nie gesehen. Was hast du jetzt schon geschrieben, ja? Ja, klar. SOS. ADAC kommt. Weißt du, da heißt es wieder, bei dem Bio ist das wieder passiert, weißt du? Immer dieser Assi-Bio. Wegen ihnen müssen wir es außen rumlaufen. Ja, jetzt kriegst du nicht mehr das, was ich vorhin gesagt habe. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich bin schon ein armes Würstchen hier, wirklich. So. Komm, platzier irgendwo in dem Außen. Wo die S-Bahn lang muss am besten. Nee, das wäre mies. Ja, hier war. Oh, es hat auch noch nur 2. Oh. Oh, schade.
Habe ich mir jetzt gefragt, kann ich da trotzdem überspringen? Nee, habe ich schon probiert. Nö. Hab ich schon über. Ja, ja. Das hatte ich auch gleich getestet gehabt. Totalblockade. So, ist jetzt schon eingemaut. Hast du das vorhin auch ausgenutzt? Der so. Hat auch nicht raus und macht das auf die 4-1er. Ja, danke. Na los, geh da rein, Phasus. Oh. Oh, guck mal, wie er abhaut. Nein, ich will da nicht lang. Naja, da unten ist ja auch schon ein Haar. Kann man ja jetzt nicht hin drauf platzieren. Oh, Platz machen, das kommt. Du, ich platziere oben das Haar auf, das sage ich euch. 2, 3, 4. Mach doch. Wir haben ja genug. 6. Oh. Hier ist eine Straßenbahn. Ja, sie hat sich hier richtig geschlichen. Ich frage, ob er jetzt auch noch schlau genug ist, oder? Ja, das leider, war... ja. Er hat schon gezählt. Ich hab's schon gehört. Ja, das heißt ja nix, also. Hm? Ja. Bei mir ist es ein... Hey, bei mir ist es... Ach, hä? Hä? Wieso? Das ist, was man tun kann. Das ist, war das komplett... Ich hab... Hä? Ja, siehst du, weil er nicht mal meine Beratung hat. Das ist einfach alles. Das, er hat nicht mal meine Beratung, dann wäre... Du hast so viele Straßenbahnen, die du hättest setzen. Das, wow. Es gibt sogar zwei, die er hätte benutzen können. Das hat absolut keinen Sinn ergeben. Ich habe da ein Zähne, weil es jetzt kaputt. So, er jetzt kommt noch vor die Cola-Dose, da. Ja, ich guck ja gerade, aber sorry, Bro. Wir sind im mittleren Kreis. Nein, es geht ja. Mittleren Kreis ist mittlerer Kreis. Das weiß hast du halt selber gesagt? Ich möchte auch mal gewinnen. Steven. Was halt, hä? Ja, gut. Du hast ja recht, also. Ja, ne? Hä, warum? Der mittlere Kreis, wa? Was? Was ist jetzt passiert? Du wirst rausgeflogen in der Mitte. Die zweite U-Bahn von dir. Achso, die zweite U-Bahn. Aber, ey, das war aber der äußere Kreis. Hallo? Hallo? Mein das Bus war im inneren Kreis. Du, nein, der innere Kreis ist da, wo jetzt meine U-Bahn steht. Oh, jetzt geht's los. Da war mein Bus auch drin. Also könnt ihr jetzt, ist jetzt die Teamarbeit beendet, könnt ihr das so sagen? Nö. Jetzt, nachdem Hobbyflimmer jetzt auch raus ist, ja. Oh, ich wollte die U-Bahn rausschmeißen, wie hat's nicht geklärt, dann wird sie was weg, du Verarschung. Das ist aber traurig. Ich kann das Spiel eh nicht gewinnen, ja. Ich geh mal nicht in den Kreis rein. Geh mal nicht in den Kreis rein. Ich dachte, die U-Bahn. Ja, ein Glück. Jetzt alle Schiss haben. Ja, sonst wäre ich jetzt draußen. 2, 3, 4, 5, 6. Ohne schlecht. Ich bin true. 3, 4, 5, 6. Ja. Alles scheiße. Alles scheiße. Ja. Ja, wäre das Bug nicht gewesen, hätte ich bestimmt gewonnen. Noch, ne, jetzt hat es nicht geschafft. Schiebt es mal auf den Bug, genau, Hobbyfilme. Genau. Das ist jetzt hier. Ja, wieso? Ohne den Bug hätte ich nicht wollen, dass wir. Ja, das kann jeder bestätigen. Wo... Hobbyfilme und ich, wäre einer von uns beiden hätte gewonnen. Ja, klar. Das ist Spitru. Der Weg ist zu, würde ich sagen. Dreckige Champagnen, was ihr da führt. Was? Dreckiges was? Japanien. Ja. Japanien. Was ist denn Japanien? Keine Ahnung. Nee, das ist Japanien. Das Hobbyfilm als Sprache. Dreckige Wahl. Oh, Steven, das ist aber traurig. Japanien. Ich habe sehr mittel gespielt. Alter, wieder eine 2, das kann doch nicht wahr sein. Ich kriege immer nur 2. Soll ich sagen? Jetzt kriegst du keine mehr, wo du sie brauchst. Ja, wahrscheinlich. Ich komme, ist Ostern. Aber wir hätten gesagt, du musst ein bisschen mehr auf deine Tastatur klimpern, damit man das richtig hört, wenn du in die Konsole was eingibst. Oh. Das ist ein bisschen zu leise. Oder hat sich jetzt ein Touchscreen besorgt? Mhm. Ja, siehst du? Oh. Ja.
Geh doch nach oben. Ja, geh mal nach oben. Ach. Hat sich angehört wie so ein Affe, der auf Koks. So geht das nämlich. Ja, das macht die U-Bahn. Und weißt du was? So. Oh, es kommt der Messerstecher. Oh. Ja, ich bin schön. Oh! Das tut aber leid. Eiskalt. Das tut mir jetzt leid. Also, boah. Oh, Steven, was ist los? Oh. Soll ich dich trösten? Soll ich dich trösten? Du hörst gerade nichts mehr von Steven. Es ist tot in Stille. Oh toll, jetzt kriege ich die Eins, weißt du? Verdient, du Sau. Verdient, du Sau. Faust, nimm die 481 und platziere sie um. Mein Gott, wie dumm bist du denn? Ja, ich weiß ganz genau. Ich will da nicht festhängen. Scheiße auf die eine, wenn du dafür sorgen kannst, dass Bio nicht gewinnt. Mir scheiße. Ich kann nur gewinnen, wenn ich eine 5 habe. Also, ob du links oder rechts rum. Tut man jetzt dann auch. Toll, kann ich gar nichts mitmachen. Tut man jetzt. Weil er ist ein Auftragkiller, ja, zu Bio schickt und schmeißt ihn einfach raus, geht auch nicht. Jetzt mach es wenigstens. Ja, gut. Für das gute Gefühl. Das Schlimme ist, du kannst dich nicht selber rausholen, ne? Also das ich ist, weiß. Genau. Der Zug, der ist jetzt für immer AD, ne? Ja, ich hab eh schon. Ja. Ja. Noch mieser wäre das, wenn du halt mit 5 Wagen reinkommst, ne? Weil da hast du nicht mal eine Alternative. Bestimmt wäre vielleicht Bio in der 1, wie ich ihn kenne. Eine 5. Hobbyfilme ist ja jetzt hinten. Vielen Dank für das Gespräch. So. Und jetzt ganz oben hin? Ja, bitte, das wäre lustig. Es kommt der Messerstecher. Alter, das ist dein Ernst? Spack, nein, los! Los, Bio! Weh? Und wer hat den Wagen aufgedeckt? Ich hab den auf. Jetzt wird's ernst. Weil ich mich einfach verklickt habe. Wie ist das assi von euch, verstehst du? Ich finde so einiges assi von euch hier. Genau, wir Hack haben diesmal gar nichts gemacht. Weißt du, du findest den Hack, verstehst du? Wir sind schuld, ja? Ich werde dich, werd dich als Cheater melden bei Ovelo Software. Oh, ich bin ja draußen, ne? Hier ist ja Frieden, Mio. Guck mal, kannst du da oben gehen mit der Kiesel. Das Vieh kann jetzt eigentlich unendlich lang gehen, ne? Was ist mit Bio los? Das tut immer. Gehst nach oben und schau dich schon raus, okay? Guck mal, du hast ja noch zwei andere U-Bahnen dann, also. Du räumst erstmal auf, du holst mir jetzt erstmal die ganzen U-Bahnen weg und dann machst du den einzelnen, den ich da habe, machst du auch noch weg. Ey, nee, ich brauche ja einen von dir, sonst kommt ja nicht ins Ziel. Du beherrscht den Innenkreis alleine, wie es aussieht. Aber kommt trotzdem nicht ins Ziel. Nee, nee, nee. Sie mit Abstand kloppt zur Folge, die ist echt. Steven muss wieder ans Bach reinmachen. Wie ist denn assi von euch, Alter? Wie ihr so schadenfroh seid, ja? Wieso von euch? Das hat da könnt ich auch einmal gewinnen, verstehst du? Und ihr spielt so ein Kackspiel mit mir, wirklich. Na los, Hit. Haha, Spack, sehr schön. Gefällt mir. Ja, irgendwo platziert man die jetzt, ne? Ja. Ich würde unten zu machen, einfach an deiner Stelle. Da sind jetzt 3 drauf. Echt, ja? Ja. Dann gehe ich hoch. Ja. Sehr gut, Bio kommt nicht mehr auf die Stelle. Irgendwann haben wir keine freien Haarfelder mehr. Es ist Bio gefangen. Es ist im Gefängnis. Sehr schön. Jetzt komm aber hoch. Dann haust du mich da raus. Ach, du bist ein Arschloch. 2, 3. Das Problem ist, solange ich dich nicht rausschmeißen kann, bringt es nicht mal was, wenn du mich rausschmeißt, weil du kommst auch nicht ins Ziel dann. Ich kann nicht mal mich rausschmeißen, das ist echt, weißt du? Das ist halt, ja. Aber gut. Teamwork von Nöten. Ich muss dich rausschmeißen, sonst kann keiner gewinnen. Ja, deswegen. Ich kann dich auch rausschmeißen, wenn ich da bin. Du, bleib weg, Alter. Ja, wir sperren dir den Weg komplett noch zu.
Ach, das war gut. Wenn man außen rein kann, kann es ja nicht so stark. Und irgendwann sind die Haarfelder auch alle. Wie kommen wir in Gefängnis? Bio bringt dir jetzt nichts, ne? Nee, den kommt leider nicht, nee. Den Trick. Jetzt haben wir einen neuen Trick rausgefunden. Das ist eher ein Bug als ein Trick, aber naja. Naja. Kann man es wohl schon Glitch nennen? Ja, ne? Das ist ein Glitch. Ja, es ist. Und reingedrätscht. So wie. Mach! Ja. Du bist ein Penner, Alter. Ein Penner. Aber du kannst hier mit einer 1, 2, 3, 4. So, da mach ich jetzt noch einen vierten Ruf. Bin ich wieder raus. So, wer hat jetzt mehr? Eins, na schön. Oh, wer hat jetzt Glück? Oh, Gott sei Dank. Das ist belastend. Du könntest mich jetzt nicht mal rausschmeißen, Nadine. Das ist sehr schön. Aber Bio hat. GG Bio. Nein, nein, das ist so wollen. Ja. Bio hat aber eine größere Wahrscheinlichkeit. Der kann ja reingehen und der kann ich auch auswerten. Also ich glaube, mit 4 von 6 Zahlen kann er was machen. Du nicht. Ah, Bier, ne? Der kriegt jetzt sowieso die 1. Das ist schon. Ja, siehst du, hörst du, ja? Nein, das ist 3. Vertippt. Ach, Scheiße. Nö. Ja, ja, Scheiße. Ja, ja, ja. Scheiße. Nein. Ja, ich hab Lisa gewinnen lassen. Ich hab jetzt eigentlich wieder genau. 2 bekommen. Naja, nur du hast mich gewinnen lassen. Ich musste ganz schön abfahren, damit ich hier endlich mal gewinne. Wir haben ihn alle gewinnen lassen. Ja, ja, richtig, richtig. Wir hätten dich auch verhungern lassen. Drück doch mal bitte hier weiter drücken. Nee, Phasus, mach nicht. Drück, ich möchte auch einmal den Siegeszug lesen. Na gut, einmal. Los, Phasus. Ja, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um ca. 3 Stunden. Boah, du mach doch einfach. Grund dafür ist die technische Störung. Es war ein Spackolos. Ein U-Bahn-Fahrzeug, das hüpft. Das ist vom Gleis runter, das müssen wir noch genauer beobachten. Das dauert allerdings noch ein wenig. Thank you for traveling with the BVB. Oh, du mach doch eigentlich und dann lern Englisch, Alter. Los, jetzt drück jetzt. Yes, we... Phasus. Yes, we can. Soll ich? Ja. Oh mein Gott, was? Warte, jetzt ist 3 Uhr. Oh. Du, so kann man Folgen auch notigerweise in die Länge ziehen, ne? Ja. Bio, Alter, du willst auch nur Geld haben. Genau. Ich denke nur an die Monetarisierung. Ja, richtig, genau, ja. Ich glaube, die ist schon lange weg bei dem Video. Hier gibt es gar keine Monetarisierung erst. So. Oh. Pasus, Alter. 3 Tage später. Obwohl, wir verlängern bis 3 Uhr 2. So, Leute, wir machen dann jetzt Schluss. Also, ich habe offiziell gewonnen, meine U-Bahn hüpft. Ihr seht ja, oh, Mensch. So, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir werden jetzt mal den Glitch testen, ob der nochmals kommt und dann mal gucken. Ja. Ob wir uns Vorteile schaffen können für den 20-Stunden-Livestream gegenüber anderen. Oh. Ja. Das wird dann erst nach dem 20-Stunden-Livestream veröffentlicht, das Video. So, Leute, dann bis dann, tschüss. Tschüss.